Das ist letztlich darauf zurückzuführen, dass meine Großmutter, die Anna geborene Schlapp, uns früher was vom Müllergeist erzählt hat in meinen Jugendjahren. Und ich wieder aufkomme, dass dieser Müllergeist regulär gelebt hat als Wiedertäufer in Brixleck. Und von diesem Müllergeist und dem Wiedertäufer bin ich dann auf das Thema dieses ganzen Buches gekommen. Das Hauptthema, wie schon der Titel sagt, ist das Wandern zwischen zwei Welten, zwischen der kleinen Welt von Tirol und der großen Welt der Weltpolitik. Und da habe ich mir eine Familie ausgedacht namens Haller, die ist fiktiv, die in diesem Breiten eine große Rolle gespielt hat, als Bergmann, aber auch als Landsknechte. Und die sind ja die Brennpunkte der damaligen Politik verschlagen worden. Genau vor 500 Jahren sind die wichtigsten Ereignisse angesiedelt, zwischen 1520 und 1530. Es sind glaube ich, eine Menge Ereignisse zu nennen, wie zum Beispiel der Sacco di Roma, ist die Plünderung von Rom, die Belagerung von Wien 1529, die Eroberung der neuen Welt und die spanischen Kolonialreiche. Die Personen sind zu 90% wirklich historisch. Ich habe sie zu neuem Leben erweckt, habe ihnen Charakterzüge gegeben, die vermutlich so sein könnten, aber nicht nachgewiesen sind. Und 90%, wie schon gesagt, aller Personen sind historische Personen. Eine Person ist ein Martin, und zwar ein Martin Haller, der sich zunächst im Bergbaumilieu hervorgetan hat, dann als Landsknecht verschlagen worden ist an die Brennpunkte der damaligen großen Politik und immer im Hintergrund die große Liebe zu einer anderen Frau aus Brixleck gehabt hat. Erlesen kann man zunächst einmal den Hauptort Schwarz, dann geht es weiter mit Brixleck und Rattenberg, geht dann hinüber ins Salzburgische, dann geht weiter nach Wien, nach Budweis, nach Rom und in die Karibik. Die Bilder haben wir deswegen hineingegeben, weil sie ein bisschen die Zeitgeist auch vermitteln. Das sind Bilder, die zum Großteil über 400 bis sogar über 500 Jahre alt sind und die damalige Sichtweise der Dinge zeigen. Was ich bezwecken will, ist, dass auch schon früher es Zeiten gegeben hat, wo große Wechsel angestanden haben, wie jetzt zum Beispiel wieder in der Gegenwart. Jetzt wird sie ausgelöst durch Corona und andere klimatische Veränderungen. Damals waren es die religiösen Probleme, die die Weltheit zerrissen hat.